Hi Leute, also willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Hier versuchen wir noch den Maid-Kessel leer zu bekommen, auch wenn das für mich immer noch wie ein riesiger Holzeimer aussieht. Und ich habe da vorne einmal einen Kampf gemacht. Wir versuchen gerade hier für ein paar Musikanten, die links hinter dem Balken sitzen, die Harfe von den kleinen Kindern zurückzuholen. Und dafür sollen wir den Maid-Bot nicht springen. So, und nun gib die Harfe zurück. Wir brauchen Musik. Bei Ymirs haarigen Eiern, das war unglaublich. Du bist sicher halb Rabe. Wer bringt dir solche Ausdrücke bei? Mutter, wieso? Mal gucken, ob sie mehr saufen, wenn sie auch Musik dazu haben. Hallo? Ja, mach, hopp. Los. Ich habe jetzt harte Musik erwartet, aber es war wohl nichts. Mit dem gehörte eigentlich dieser Kessel. Die können wir auch kurz mal anquatschen. Ist das Loki? Loki? Leider nein. Mein Name ist Tök. Verzeih, ich dachte, du wärst jemand anderes. Zu viel Met. In zu kurzer Zeit. Da hilft nur Schlafen. Ist das Loki? Er würde es doch nicht wagen. Komm, versuch es! Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das letzte Mal, dass ich da... Du bist zurück! Zeig mir die Ziele. Dann trink und lass die Pfeile fliegen. Das letzte Mal, dass ich dein Spiel spielte, wurde ich so betrunken, dass ich meinem Bruder ins Bein schoss. Was ist das Zweitschlimmste? Du siehst etwas wackelig aus. Vorsicht! Stärkei! Komm du! Frisst du ein Berries, den ich ihn hast? Ich sehe halt nichts. Also wenn ich das machen muss, damit es hier weitergeht. Ich muss diesen Kessel leeren. Dann wird Suttung sein Gewölbe öffnen. Dann haben wir ein Problem. Kann ich die noch anquatschen? Nee. Ist halt nur noch sein. Komm, versuch es! Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Das letzte Mal, dass ich dein Spiel spielte, wurde ich so betrunken, dass ich meinem Bruder ins Bein schoss. Was ist das Zweitschlimmste? Oder sind die Ziele hier irgendwo? Weil da sehe ich ja auch nichts. Du bist zurück. Zeig mir die Ziele. Dann trink und lass die Pfeile fliegen.
Oder soll ich doch da irgendwas? Schließ die Augen, dann hast du mehr Glück. Guter Schuss. Trink erneut und wage noch einen. Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als den Bogen. Hallo? Nimm doch... Ich kann gar nichts machen. Schließ die Augen, dann hast du mehr Glück. Du siehst etwas wackelig aus. Jetzt ziele gut. Der letzte ist der schwierigste. Schließ die Augen, dann hast du mehr Glück. Du schießt vortrefflich, Harvey. Wo andere durchs Trinken das Ziel mehr finden, wird deine Hand sicherer. Noch eine Runde? Nicht für mich. In mir scheint sich ein Knäuel Aale zu finden. Und ihr scheint zu dritt zu sein. Ich sollte an die frische Luft. Der Kessel ist leer. Ich sollte es Sutung sagen. Ich hab gedacht, weil man hier halt so steht, dachte ich, die Ziele wären draußen oder irgendwie und nicht, dass man hier einfach in der Halle schießt. Toll. Großer Sutto, deine Gäste dürsten nach Met, doch der Kessel ist leer. Alles vor? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gunnlöd? Vater? Öffne das Gewölbe. Die Trellen sollen mehr Met für meine Gäste bringen. Brauchen wir wirklich mehr, Vater? Einige sind bereits bewusstlos. Tu wie geheißen, Tochter. Jeder trinke so viel er kann. Wie du wünschst. Ich werde das Gewölbe öffnen. Niemand wird sagen, dass Sutung weniger als großzügig ist. Niemand wird mehr reden können. So lange getobt. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Was zählt, ist, wie man ihm begegnet. Endlich ist das Gewölbe offen. Der Met erwartet mich darin. Und ich, was hast du hier zu suchen? Ich wollte mit dir sprechen, fernab von den anderen. Ich habe etwas für dich. Ein Geschenk. Für mich? Danke, aber warum? Schicksal, Gunnlöd. Wir können ihm nicht entkommen. Und unser Schicksal war es, hier jetzt zusammen zu sein. Du und ich? Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Die Nornier spinnen ihre Muster. Und wir können uns nur ergeben. Wir sind verbunden, verknüpft. Das ergibt sehr wohl einen Sinn. Deine Worte, dein Geschenk, deine Augen, wenn du mich anblickst. Du verwirrst mich, Harvey. Ich verstehe dich nicht. Hör zu und pass auf. Ich zeige dir, was du wissen musst.
Ah ja. Der Met. Können wir Aesir durch diesen Zauber dem Untergang entgehen? Hyrokin hat mir Antworten an der Quelle Mimias versprochen. Tat ertappt. Verrat! Betrug! Ich hieß dich als Ehrengast willkommen und so zahlst du es mir zurück? Ich sah dich auf dem Fest, Loki. Natürlich warst du verkleidet nach allem, was du getan hast. Jemand musste mein Volk vor dem Verrat in deinem Herzen warnen. Sottung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Komm, begrüße dein Ende. Du wirst nirgendwo hingehen, Harvey. Du würdest zahllose Leben riskieren. Sottung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Komm, begrüße dein Ende.
Du wirst nirgendwo hingehen, Harvey. Du kannst nichts als Lügen, Betrügen und Blenden. Sieht brüchig aus. Ah, ist in Deckung. Für das zahllose Leben riskieren. Verlässt dich die Kraft, Harvey? Der für deine arme Schwäche. Ich lebe schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Was hast Jetzt. Du mit meiner Tochter gemacht? Sind wir bei Dark Souls? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ah, toll. Hallo? Nein? Lass das? Sei dankbar, dass ich es war, der dein Met nahm und nicht Loki. Was ich tue, tue ich für die Sicherheit der Aesir und Vanir. Du wirst zahllose Schicksale ändern, Harvey, doch nicht dein eigenes. Das werden wir sehen. Hyrokin sagte, ich soll sie an Mimirs Quelle aufsuchen. Um diese heimtückische Schlange kümmere ich mich ein andermal. Nein, bitte nicht. Ein Fall könnte mich aus Versehen töten. Mach den Kampf nicht nochmal. Huh?
Kommt der hier? Ja. Geh doch runter. Was? Ach. Hallo. Das ist nur eine fucking Kante. Dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Das ist seit Origins, Alter. Die Wurzeln der Weltesche Yggdrasil trinken von der Quelle Mimirs. Ich bin fast da. Wie hoch? Nein. Ich habe wohl die Größe deiner Eier unterschätzt, Eidbrecher. Du wagst es, dein Gesicht zu zeigen? Eidbrecher? Ich tat dir an, was du meinem Sohn antatest. Das ist nur gerecht. Und Suttung? Was ist mit ihm? Bin ich schuld an deiner Charakterlosigkeit? Du hast den Met gestohlen. Für die Sicherheit meines Volkes, Loki. Für Aesir, für Vanir, für ganz Asgard. Doch nicht für Jötner. Nicht für mich. Du ließt die Jötner nach Asgard. So viele starben, nur damit du deinen Sohn hineinschmuggeln konntest. Er war hier nicht sicher. Sie wussten, was er war und zu was er werden würde. Genau wie du. Ich schwor dir, ich würde ihm nicht schaden. Das ist die Wahrheit. Es mag jetzt die Wahrheit sein. Aber wie es an dir nagen wird, dass der Tod meines Sohnes deinen Untergang verhindern kann. Lass ihn frei, Havi. Befreie Fenrir, oder ich schwöre, ich töte dich hier und jetzt. Du kannst keine Gefallen mehr einfordern, Trickreicher. Also bitte, versuch es. Versuch es bitte nicht. Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als du. Dieses Mal kenne ich keine Gnade, Loki. Du bist zu weit gegangen. Warum auf Ragnarök warten, wenn du auch jetzt schon sterben kannst? Du wolltest mich töten lassen. Das werde ich niemals vergeben. Fenrir wird an deiner Leiche nagen. Weißt du, Loki, wir waren einst wie Brüder. Wenn mein Sohn von seinen Fesseln befreit ist, wird er ganz Asgard verschlingen. Mal sehen, ob du so gut kämpfst, wie du lügst. Verflucht seist du, Loki! Wir waren einst wie Brüder! Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als du. Dieses Mal kenne ich keinen. Passt. First try. Seine komischen Bubbles da, Alter. Wäre die jetzt nicht gewesen?
Ah, jetzt bin ich. Eine andere Waffe nehmen? Ich glaube nicht. Sollen wir eine andere Rüstung nehmen? Dieser im Moment nur für die Nacht gut. Müssten die ganz normale Raben-Clan-Rüstung eigentlich nehmen. Nervig. Du kannst keine Gefallen mehr einfordern, Trickreicher. Also bitte, versuch es. Dieses Mal kenne ich keine Gnade, Loki. Du bist zu weit gegangen. Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als du. Du wolltest mich töten lassen. Das werde ich niemals vergeben. An deiner Leiche nagt. Als ob der mich gekontert hat. What the heck? Mal sehen, ob du so gut kämpfst, wie du lügst. Ich höre. Warum auf Ragnarök warten, wenn du auch jetzt schon sterben kannst? Verflucht seist du, Loki. Wir waren einst wie Brüder. Sohn von seinen Fesseln befreit ist, wird er ganz Asgard verschlingen. Dieses Mal kenne ich keine Gnade, Loki. Du bist zu weit gegangen. Mal sehen, ob du so gut kämpfst, wie du lügst. Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als du. Du wolltest mich töten lassen. Das werde ich niemals vergeben. Das ist eine gute Sphäre. Wird an deiner Leiche nagt. Verflucht seist du, Loki. Wir waren einst wie Brüder. Komm, ich muss. Oh, okay. Scripted. Gut. Bist du fertig? Sei verflucht, Avi. Dein eigenes Misstrauen hat dich besiegt. Nun geh und lass dich nie wieder blicken. Ich kann nur der sein, der ich bin. All dies ist Schicksal. All dies wird erneut geschehen. Doch du wirst nicht hier sein, um es zu sehen. Sei dir dessen nicht so sicher. Das Spiel ist nicht vorbei. Das Spiel ist nie vorbei. Fort. Auf zu wer weiß welchen Missetaten. Aber ich werde ihn so bald nicht wiedersehen. Nee.
Die Wahrscheinlichkeiten führten uns hierher. Die Berechnungen geben uns Hoffnung. Ja. Sprichst du mit jemandem? Und, hast du den Miet? Ja. Muss ich ihn nun trinken? Noch nicht. Denn trinkst du ihn, wird sich dein Muga von dir lösen und nicht zurückkehren. Trinke erst, wenn die Stunde deines Todes naht. Warum sind wir dann hier? Wenn Ragnarök vorüber ist, wird dieser Ort bleiben. Bleiben und sich erinnern. Weiser Mimir, Hüter der Quelle, gib mir deinen Rat. Wer Unsterblichkeit sucht, mag sie in diesem Wasser finden. Doch sie hat einen Preis. Wie alles. Der Miet allein ist nicht magisch. Erst mit dem heiligen Wasser der Quelle Mimirs wird die Gärung abgeschlossen und der Trank vollendet. Doch bevor du dieses Wasser nimmst, musst du es mit dem Blut der Äsir tränken. Um sich an dich zu erinnern, muss es dich kennen. Übergib einen Teil von dir dem Gewässer, das die Weltesche nährt. Nur dann wirst du erhalten, wonach es dich verlangt. Gunlöd warnte mich vor Unheil und Wandel. Ich sollte den Preis kennen. Äsir Blut wird dieses Wasser tränken und die armen Menschen Midgards für immer verändern. Was genau passiert, vermag niemand zu sagen. Das ist es, was die anderen fürchten. Doch ihnen lag schon immer zu viel am Ungeziefer. Und wenn ich dieses Opfer bringe, was dann? Während Tod und Untergang herrschen, wird der Weltenbaum dich bewahren. Dein Körper wird sterben, doch dein Huger wird hier fortleben. Bei Zeiten wirst du wiedergeboren in eine neue Welt, entstiegen aus der Asche der Alten. Glaubst du an diesen sonderbaren Plan? Ich muss daran glauben, denn eine geliebte Person ist darauf angewiesen. Und es gibt keinen anderen Weg? Nein. Dann habe ich wohl keine Wahl. Die hattest du nie. Aber Hauptsache sie, hier vorne ist eine Assassine. Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Vielleicht deine Zunge, deine Hand, dein Augenlicht? Ich würde das alles geben und mehr. Für schwache Nerven. Das Opfer wurde vollzogen. Wer auch immer von dem Met trinkt, an den wird die Weltesche sich erinnern. Und du? Was gedenkst du zu opfern? Meine Freiheit. Suttung und Gunlöd werden diese Verfehlung nicht verzeihen. Sie werden mich jagen. Bis ans Ende der neuen Welten. Wie steht ihr zueinander? Wir herrschten einige Zeit gemeinsam. Als Triade aus Vater, Mutter und der Heiligen Stimme. 6-mal versuchten wir Ragnarök die Zähne zu ziehen. 6-mal versagten wir. Der Met war Nummer 7. Doch sie fürchteten, er würde die Menschen verderben, schlossen ihn weg und verbannten mich aus Utgard. Durch deine Bemühungen bekam ich zurück, was mir gehört. Dies ist die Asche meines Mannes. Er opferte sich für die Erkenntnis. Wenn ich diesen Met leicht verändere, könnte ich vielleicht alte Wunden heilen. Tu, was du willst. Ich habe genug von diesem verfluchten Reich. Strahlender Geist, Herzensruh, Geliebter.
Ich enttäusche dich nicht noch einmal. Mein Werk hier ist getan. Auf nach Asgard, um mein Volk zu retten. Ich muss jetzt da wieder hin. Verdammt. Trotzdem noch ein Viertel von der Map rüber. Dann gehe ich zurück zum Tor und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.